gerade für die Zuteilung der Träger und das Verteilen des Essens statt. Wer trägt was, wie weit? Die Stimmung ist grundsätzlich gut, weil wir haben etwas, was man sonst nie hat. Einen strahlend blauen Himmel, nicht regenverhangen, nicht die Wolken tief über dem Regenwald. Wer weiß, wie lange das anhält. Wir sollten uns freuen, dass es uns so gut geht. Bisher war es immer so, dass Touren oder Expeditionen, die ich gemacht habe, sehr geschlossen losgingen, also alles eng beisammen. Aber hier sieht man, alles sehr weit auseinander geht schon. Es zieht sich sehr so, auch die Gruppe, also das Team selber geht einzeln. Die Träger haben sich eins davon gemacht. So gesehen auch schon die erste Besonderheit wieder, was die Organisation angeht. Da geht's hoch. Der Weg ist richtig hardcore. Ein großer Abenteuerspielplatz, wie man so sagen könnte. Jetzt haben wir im Prinzip eine Stammesgrenze überschritten. Wir sind jetzt bei den Masalas, wir sind von da gekommen, warten jetzt hier, müssen, soweit ich das verstanden habe, verhandeln mit dem Volk der Masala, damit wir dann auch hier durchgehen können. Der Werner Weiglein hat vornherein gesagt, dass es hier Probleme geben könnte, deswegen mussten wir eben schon mal kurz pausieren. Und jetzt gucken wir, dass wir hier durchkommen. Das war hier viel Scheiße. Es geht hier wirklich durch den tiefsten Dschungel durch. Anstatt der geplanten 1,5 bis 2 km/h schaffen wir aktuell eher so 2,5 bis 3 km/h. Wir haben hier unseren ersten Abschnitt erreicht. Das waren gute 5 Kilometer durch den Sumpf. Der Blick hier hat irgendwas Garmisch-ähnliches. Es ist wunderschön, hier raus zu sehen. Mittagessen. Ein Traum. Der Kleine hinter mir hat sich gewünscht Nudeln mit Spinat. Und was gibt es? Nudeln mit Spinat hier an der ersten und härtesten Etappe gegen Mittag, genau richtig. Guten Appetit! Das war der steilste Anstieg des heutigen ersten Etappentages. Hier aus dem Wald sind wir auf die Lichtung gekommen. Und dann ging es hier nach dem Mittagessen, da sieht man noch den Bauch, hoch. Das Ganze relativ steil bis hierhin. Pünktlich zum Nachmittag gegen 2 Uhr, 2.30 Uhr, 3 Uhr geht's los mit dem Regen. Ich bin jetzt alleine hier unterwegs, wirklich im Dschungel. Gucken wir mal, ob dieser Weg, der da ist, auch immer noch weiterführt die Richtung, weil hier ist wirklich alles schwer zu erkennen. Da hinten sieht man den Rauch. Das sind jetzt noch gute 100 Meter. Für mich selbst, das ist hart, das ist erschöpfend. Ich bin echt platt. Das geht halt die ganze Zeit über solche Matschgeschichten hoch und runter. Unfassbar. Also unfassbar. Wir sind natürlich echt gut unterwegs, aber das ist echt hart. So wird unser Abendessen jetzt immer gekocht. Nach dem sonnigen Beginn sitzen wir jetzt hier im heißen Rauch.